Während sich König Charles und Prinzessin Kate von ihrer Krankheit erholen, wurden Prinz Harry und Meghan Markle beraten, wie sie die Kluft mit der königlichen Familie beilegen können. Während sich zwei Mitglieder der hochrangigen königlichen Familie, König Charles und Prinzessin Kate, darauf konzentrieren, sich von ihren jüngsten Krebsdiagnosen zu erholen, spekulieren Experten darüber, ob diese herausfordernde Zeit eine Chance zur Versöhnung für Prinz Harry, seine Frau Meghan Markle und die gesamte königliche Familie darstellt. Familie. Ein königlicher Experte hat behauptet, dass man am besten versuchen könne, Wunden innerhalb der Familie zu heilen, und vorgeschlagen, wie man den besagten königlichen Parteien einen Olivenzweig überreichen könne. Der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams gab dem Herzog und der Herzogin von Sussex eine sehr einfache Anweisung, wie er gegenüber The Sun erklärte, der beste Weg, die Kluft zu lösen, wenn sie gelöst werden soll, ist, es privat zu tun. Aufgrund der jüngsten Erkrankungen fügte er hinzu, dass dies ein gewaltiger Game Changer bei der Lösung familiärer Situationen sei. Anfang des Jahres schockierte Prinzessin Kate die Welt, als sie ein emotionales Video veröffentlichte, in dem sie erklärte, dass sie sich einer vorbeugenden Krebsbehandlung in Form einer Chemotherapie unterziehe. Herr Fitzwilliams sagte, die beiden hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie sind sehr krank, und man kann nicht wirklich vorhersagen, was passieren wird. Wie ich schon sagte, die Sussexes sorgen für Frühlingsüberraschungen. Das ist passiert. Vorher, und man weiß nie, was in den kommenden Wochen oder Monaten passieren könnte.